begrüße euch zum vierten Teil von den Kurzvideos. Heute am Programm ist das Theaterband. Also mein Name ist Marc Fabiani, ich bin Kursleiter in der Südoststeiermark bei der VHS und komme heute in die nächsten Übungen. Theaterband hat ja auch jeder zu Hause. Nehmen wir gleich schön gemütlich, so auf Brusthöhe, vorbei unter die Achsel durch, Knie leicht gebeugt. Aufpassen einmal mit den Fingernägeln in die Uhren, dass die Theraband nicht einreißt. Und jetzt ihn einfach nach vorne. Handgelenk schon gerade halten. Wenn es leicht ist, einfach kürzer angreifen. Habe ich von Haus aus eh schon silberne Band genommen. Das ist das zweitstärkste überhaupt. Das geht nur schon mal. Genau. Aua. Kann auch kombinieren. Schön zurück und hinter drücken, gerade und wir ziehen weiter. Aber auch schon anspannen. Schrittstellung, linkes Bein drauf am Theraband, mit der rechten Hand ganz normal angreifen, Handgelenk rot, seitlich hochziehen, Powerhouse anspannen, beim Hochziehen, ausatmen. Genau. Jetzt mal. Wechsel. Hand, rechtes Bein, seitlich hochziehen. Wenn es leicht ist, einfach kürz angreifen. Schulter ganz locker, schön seitlich gestreckt hochziehen, ausatmen. 3, 2, 1. Entspannen. So. Geht gleich seitlich drauf. Den größten Schritt kannst du mal angreifen. Seitlich hoch, Powerhouse anspannen, seitlich wegdrücken. Schön stabilisieren. Ich würde mir schön bei der Hüften, wenn man es länger macht. Genau. Hochdrücken, ausatmen. Falls instabil seid, greift euch irgendwo fest bei der Mauer, dass ihr umfällt. Aber probiert schon. So probieren zum Stabilisieren, dass ihr viel mehr Muskeln im Einsatz. 2, 1. Entspannen. Seit Wechsel. Größer Schritt drauf. Und hoch. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Genau. Das heißt, Beine hoch, das Bandel schön breit bei die Fußsohle da umwickeln, das rückt locker ein, zwei Mal einwickeln, ganz locker, dass es nicht einschneidet. Ja. Das Beine bleiben ganz ruhig, Oberkörper heben und über das Theraband hochziehen. Beckenbeine bleiben ruhig, Oberkörper heben, ausatmen. Schön nach hinten, dass das Handgelenk groß ist. 1. Entspannen. Auch eine sehr gute Bauchübung, das heißt Beine hoch. Legen wir schön breit am Oberschenkel, kurz angreifen, schön mit den Beinen festhalten, Arme bleiben gestreckt. Oberkörper heben und das Theraband schön nach vorne ziehen. So richtig 10 cm ausatmen. Seitlich aufschießt, ja. Beine gestreckt und zur Seite ziehen. Genau.
Außen anspannen. Drei. Zwei. Eins. Entspannen. So gehen wir in die seitliche Position. Das heißt, wir wickeln zweimal ein. Auf jeder Seite. Ellbogenstütz. Du kannst aus dem Kniestand gehen, Becken hoch, das obere Bein strecken und dort ziehen wir einfach hoch. Hochziehen, ausatmen. Zweite Seite lassen wir die außen, macht hier noch weiter. Letzte Übung, ewig spannend. Das heißt, die Fußsohle schön breit um und um. Ja. Und vorne aufstützen. Vierfüßlerstand, Knie in die Hüfte und einfach ja, nach hinten strecken. Schaut, dass die Fußsohle schön gerade bleibt. Ja, wenn ihr es ja, ein bisschen schief holt, merkt ihr es eh, weil dann kommt das derer Band nach vorne, Fußsohle schön gerade holen und schaut, dass das Bein verlängert auf den Oberkörper holt jetzt. Nicht zu hoch, weil dann verdreht das Becken. Schön gerade nach hinten ausatmen. Zwei. Eins. Entspannen. Ich gehe mit dem zweiten Fuß ein. Hat funktioniert. Und Bein wechseln. Achten drauf, nicht zu hoch, nicht. Nur Verlängerung von Oberkörper, das reicht. Zwei. Eins. Entspannen. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die vierte Einheit mit der Band. Macht schön brav die Übung noch. Und bleibt fit. Tschüss.